Hallo Modellbahnfreunde, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einem neuen Video. Heute, wie versprochen, geht's los mit dem Bau meiner Anlage. Also komplett Neubau. Das Zeug habe ich schon länger da liegen, leider wegen meiner Arbeit und dem Umzug jetzt nach Düsseldorf konnte ich bis dito nicht bauen. So Freunde, so in etwa soll es aussehen, also der Grundgerüst. Ja, hier vorne liegen die Sachen, da die Schrauben. Die habe ich ja schon, wie gesagt, 2 Jahre bei mir etwa liegen. Und geplant war eigentlich in die Ecke die Platte zu bauen. Jetzt habe ich aber ein bisschen umgebaut, sprich es sieht so aus bei mir, da wo die Holzteile liegen, wird auch jetzt die Platte gebaut, sprich diesen Bereich. Ja. So, das da sind 2,20 Meter und dann so in etwa 1,40 Meter hier rüber. Ja, hier meine Messstrecke oder Programmierstrecke, ja, für komplette Züge. Das heißt, wenn in jedem Wagen zum Beispiel ein Decoder wäre, dann kann ich kompletten Zug gleichzeitig programmieren und testen. Genauso in Spur H0. Ja, ich habe mir Spur H0 angelegt, aber ich werde nicht bauen, also keine Anlage bauen, nur in Spur N. So, hier stehen auch noch ein paar Wagen und hier stehen meine Schätze. Ja, das war ein günstiger Schnapper, das hier, und das ist alles Neuware, hier Gebrauchtware, sowie die Wagen und die zwei Loks da, sehr günstig geschnappt, alles zusammen für 250 Euro. Da waren noch ein paar andere Wagen, sprich die 3 Stück waren noch dabei, ein paar Gleise und ein Trafo. Ja. So, aber ich will euch jetzt nicht langweilen, ich fange jetzt an hier mit dem Bau. Und wir sehen uns gleich wieder. So Freunde, da bin ich wieder. Wie ihr sehen könnt, oder wie du sehen kannst, hinter mir ist der Tisch schon aufgebaut, also der Grundrahmen. So, sieht ein bisschen anders aus wie auf der Zeichnung. Statt hier 2 Querstreben habe ich jetzt in der Mitte 2 gemacht. Ich hoffe, dass dadurch auch etwas in der Mitte stabiler ist als nur einfach die 2 quer. Ich meine, ist alles doppelt verschraubt, ne? Jeweils am jeden Ende habe ich 3 Schrauben. Ja, da immer 3 Schrauben. Hier zwischen 2 immer reingeballert. Ja, als nächstes kommt eine große Platte, die ist dann 1,10 Meter breit. So wie ich mir das vorgestellt habe, einfach aus dem Grund, dass ich hier zwischen noch einen Platz habe, falls hier irgendwas gemacht werden muss. Das ist aber die Zukunft. Erstmal muss ich die Platte besorgen, den Grundrahmen steht schon, also es geht weiter. Ja, das war's von mir momentan. Links und rechts von mir gibt es noch andere Videos, da kannst du gerne drauf klicken und dir anschauen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video.